Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem kleinen gemütlichen Ründchen Medieval Dynasty. Ja, in der letzten Folge waren wir unterwegs gewesen, da haben wir für den lieben Jan eine Eisenaxt Richtung, ich weiß gar nicht mehr wie der Typ hieß, in dem Dorf von Unigost gebracht und haben danach noch erfolgreich eine Dame geworben für unser Dorf, die jetzt mit dem anderen Herrn hier bei uns dabei ist, uns Holz heranzuschaffen. So, der gestrige Tag, den habe ich jetzt dazu mal genutzt, weil es hat wieder unaufhörlich geregnet und ich dachte mir, nee, so einen trüben Tag brauchen wir jetzt nicht unbedingt in der Aufnahme und habe mir gedacht, ich mache ein bisschen Sachen zwischendurch und habe angefangen, hier hinten schon mal den Bauernhof vorzubereiten. Die Felder schon angezeichnet, oh, das hat aber alle ewig gedauert, sage ich euch. Ihr seht auch, ich habe mich schon ein bisschen mit den Wegen ausgetobt. Dann hast du hier schön den Weg, hier so die Felder, dort das, den Bauernhof. Ich habe dann auch die einzelnen Felder schon genannt. Also wir haben hier das Haferfeld, hier haben wir das Rote-Bete-Feld, Mohn, Weizen. Alles schon benannt, alles schon vorbereitet. Ich habe noch nicht so viel jetzt gemacht, nur alles so angezeichnet und die Straßen, also Wege. Hat ja schon ewig gedauert. Und hier habe ich noch so gemacht, so zwei Plantagen, wo es dann, glaube ich, insgesamt je zwei Bäume, also insgesamt vier Bäume gibt. Mehr war das nicht. Dann habe ich hier noch ein bisschen ein paar Bäume weggenommen, die leider hier hineingeragt sind. Da habe ich auch die Stümpfe dann natürlich herausgenommen. Die wachsen jetzt leider nicht mehr nach. Aber ich finde, das passt so hier mit dem Abschluss, dem Feld. Und dann hast du hier einen Baum. Sieht eigentlich genial aus. So, für die heutige Folge hatte ich mir überlegt. Und dann habe ich noch eine andere Kleinigkeit gemacht. Ich war wieder schön am, Baumstämme rausschmeißen. Hier ist wirklich jeder Baumstamm einzeln. Die habe ich jetzt hier rausgeschmissen, so ein bisschen aufsortiert. Ich möchte auch heute nämlich mal beobachten, was kommt denn hier retour? Kriege ich denn Baumstämme oder bekomme ich gar nichts? Das möchte ich jetzt beobachten. So, warte mal. Ich habe noch 10 Steinaxes noch da. Ist alles noch da? Gut. So. Den würde ich gern verkaufen. Das würde ich verkaufen. Das und das. Hier würde ich jetzt eigentlich noch nichts gern verkaufen. Das würde ich gerne alles behalten. Und das würde ich auch gern alles behalten. Ah, genau, die beiden hier würde ich gerne mal mit Wasser befüllen. Ich werde das jetzt noch schnell mit Wasser befüllen und dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg zum lieben Jan, dass wir, genau, dass wir dort mal die Quests noch abgeben. Dann haben wir die meisten Quests abgegeben und können dann mal gucken, wie alles läuft. Ach genau, ich brauche noch Dünger, habe ich mir ausgerechnet. Ich brauche noch 27 Dünger. Nein, ich habe noch einen Trinkschlauch. Noch 27 Dünger, dann könnte ich zumindest die Saat, die wir besitzen, also könnten wir dann zumindest auf die Felder bringen, damit wir uns vielleicht schon an unseren ersten, eigenen Gemüse, Getreide, etc. erfreuen können. So, dann packen wir diesmal hier hinein. Lulu, lulu. So, Wasser rein, Wasser rein. Immer Wasser ist noch da, der Trinkstoff ist nicht mehr so viel da. Wie sieht's denn aus bei euch? Ah ja, genau. Durch das Craften wieder natürlich haben wir dann hier ein bisschen was bekommen. Und ich habe mal geguckt, ich würde gerne das Verputzen von Gebäudewänden zur besseren Wärmedämmung schon mal nehmen. Dass sobald wir das haben, dass wir dann auch anfangen, die Häuser dann ordentlich abzudämmen. Genau, jetzt wollte ich eigentlich gucken, Verwaltung. Es sieht nahrungstechnisch mehr als gut aus. Wasser haben wir jetzt gerade nachgerüstet und hier haben wir auch Holz. So, dann würde ich sagen, haben wir überhaupt noch, ja, Holzspäre haben wir, wir haben noch zu viel anderes Zeug dabei. Mann, wo haben wir denn nur schon den Kopf wieder? Das ist, Dann packe ich hier mal fix das alles rein und würde sagen, den Holzhammer brauchen wir jetzt nicht zwei. Säckchen weg, das behalte ich, die Schaufel weg. Meine Fackel nehme ich eine zweite lieber mit. Was haben wir dann noch hier so? Steinmesser brauchen wir auch zur Not. Die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Die Stiefel erstmal auch nicht. Sehr gut. Dann bringen wir jetzt die Münzen zu dem lieben Jan nach oben in sein Dorf. Ich muss jetzt aber auch gucken, dass wir auch keinem Wolf begegnen. Das könnte übel werden. Und vielleicht vergesse ich es diesmal auch nicht, den Leinengarn zu besorgen. Ach, eine schöne Hütte mit der Aussicht auf den See. Ich finde das so herrlich. Schön nachher noch ein kleines Zäunchen davor, den Weg hier entlang führen.
Ach, das hat was Schönes. Das hat bestimmt was Schönes. Da kriegen wir auf jeden Fall noch ein bisschen was hin. Hier den Weg würde ich vielleicht auch noch hinein ins Dorf nehmen. So ein bisschen hier oben entlang. Achso, war Lux. Oh, shocking. Ich glaube, er hat sich genau in dem Moment. Das Schocken. Dachte schon wieder, oh nein, jetzt bloß kein Wolf. Ach, guck mal, da gehen die beiden Hübschen ans Werk. Besorgen uns wenigstens etwas Holz, Brennmaterial und ähnliches. Na, lieber Evalda. Ihr schafft das schon. Ah, ein süßer Füchslein. An die kann ich mich noch entsinnen. Die greifen, soweit ich weiß, auch an, wenn man sie angreift. Und da das mit dem Dachs mir immer noch in der Seele brennt, werde ich das auch erstmal nicht mehr machen. Es tat weh, wie er uns fertig gemacht hat. Es war sehr heftig. Er war einfach zu mächtig. Ja, ich renne immer mal schubweise, damit ich immer wieder nachgucken kann. Wo? Hi. Boah. Ey, so einen Schock gekriegt gerade. Puh. Naja, man ist jetzt auch auf jede Art und Weise ängstlich, weil man jedes Mal denkt, der macht mich gleich fertig und der macht mich gleich fertig oder der macht mich gleich fertig. Ja, 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 ja. Da ist ein schönes Brückchen und da ist ein süßes Häschen. Und irgendwie hat sich gerade kurz das Spiel aufgehangen, was auch immer das war. Boah, das sieht voll schön aus hier gerade. Ist da aber kein Baum, den man abholzen kann, oder? Ist doch nichts noch, kein normaler Baum. Guck mal. Was ist das hier für ein Baum denn eigentlich? Was soll der darstellen? Also, es sieht aus wie so ein schöner Druidenbaum früher. Aber hat der eine besondere Bedeutung? Weiß man das? Das ist halt die Frage. Ich könnte mir schon vorstellen, dass die Entwickler sich damit was gedacht haben. Vielleicht ehren sie jemanden ja damit auch. Muss ich mal leider zugeben, ich verfolge solche Sachen leider nicht bis zum Ende. Weil durch Familie und Job und so bleibt dann halt auch immer ein bisschen weniger Zeit, das zu verfolgen. Leider. Wäre schöner, ich hätte mehr Zeit für sowas, aber ja. Vielleicht kommt ja auch die Zeit wieder, man weiß ja nicht. Wo sind wir denn hier gelandet? Da ist eine Ace-Kuh. Und hier ist ein Lager. Ein Langbogen. Langer Hut? Ist das hier? Und jetzt nehme ich natürlich mit. Das ist ja hier, können wir auch so einen Wagen bauen eigentlich? Und den vielleicht ziehen, so einen Karren, oder ziehen lassen? Brennholz ist eigentlich auch immer ganz wichtig. Gifteter Kupferpfeil. Können wir die Sachen noch mitnehmen eigentlich? Ne, ich glaube langsam nicht mehr, ne? Also Bretter noch, ja, aber die Holzstämme 100% nicht mehr. Ab jetzt sind wir überladen. Dann packe ich noch mal einen Holzstamm raus. Ne, warte mal, die Stämme waren ja hier. Einen packen wir raus. Zack. Was ist denn das hier noch? Nee. Nee. Hä? Ach so. Die sind eine komplette Deko, ja? Ach, schade. Ich dachte, ich kann da reinschauen. Boah, je. Mann, erschreckt mich doch hier nicht mal alle so. Ja, da haben wir ein bisschen was Schönes gefunden. Ein Lager, was leer war. Nehmen wir natürlich mit. Und wir haben einen Bogen, einen Langbogen. Das finde ich natürlich schön. Dann muss ich mir noch ein paar Pfeile machen. Hilfe!
Das ist... So. Weg entlang. Ich... Nee, wir gehen hier hoch. Da sehe ich wenigstens was, wo ich bin. Siehst du? Viel zu viele. Sieht aus wie so ein Ripper von Gothic 3. Herrlich. Gefährlich. Ich sehe euch. Ich bin doch wieder im Rudel unterwegs. Ihr Schweine. Ihr habt bestimmt Kenny getötet. Boah, das ist so, so hart. Als ich es damals gespielt habe, war er wirklich eher gemütlich, total locker, keine Probleme. Und hier, so viel Angst vor einem Tier hatte ich schon so lange nicht mehr in den Spielen. Na gut, wobei, stimmt nicht, The Long Dark, ja, die Wölfe habe ich auch mittlerweile. Na, wobei, ich habe sie ja gehasst. Und da sind wir auch schon. Wir haben es geschafft. Das erfreut mich sehr. Das finde ich sieht auch cool. Übrigens habe ich gesehen, ich habe, als ich in den Zwischenfolgen mal gearbeitet habe, das kann man auch selber herbeiführen. Wenn du in die Kiste Holz lagerst, dann baut er nach und nach auch so ein Holzding auf. Ist egal, ob du doch, glaube ich, bei Stöckern macht er das. Du Stöcker oder Dings, je mehr du das voll machst nach dem Gewicht nur an Holz, hast du dann auch so einen Holzstapel. Und das sieht richtig, richtig chillig aus, muss man ja mal sagen. Nee, ich kann eh nichts tragen. So, Jan, ich habe hier was für dich. Hast du die Axt schon geliefert? Sicher habe ich hier das Geld, das er dir schuldete. Ah, ich danke dir. Behalte etwas davon, betrachte es als Belohnung für deine Mühen. Ich bedanke mich und habe immer noch 970. 970 habe ich immer noch. Das ist gut. Warte mal, ich kann dir doch auch bestimmt was verkaufen, oder? Zeig mir mal deine Ware. Genau. Bin ich auch. Das ist ein Holzbecher, Holzlöffel, mittlerer Weidenkorb. Das sind alles nur Dekorationsgegenstände, ne? Nehme ich mit, behalte ich. Hier kriegst du ein Tränkchen, noch ein und noch ein und noch ein. Damit haben wir damit ein bisschen Geld gemacht. Guck mal, einen flachen Strud haben wir schon. Dann verkaufe ich den mal. Einmal nehmen wir mit wegen Trinken. Das ist immer gut. Und vergifteter Kupferpfeil behalten wir. Gut, dann haben wir das auch. Ja, wir sehen uns auch. Genau, see you soon selber. Gut, hier ist jetzt nichts weiter. Ich würde sagen, wir machen uns auch erstmal direkt wieder... Unigos Geschichte. Ja, nee, die brauchen wir jetzt erstmal nicht, bin ich der Meinung. Wir haben... Würde ich dann auf jeden Fall nochmal weiterverfolgen, aber die Geschichte damals, die ging nicht so lange und dann haben wir auch eigentlich nichts. Außerdem müssen wir ein bisschen im Dorf noch voran. Ach, Mist, warte. Hallo, hallo, hallo. Habt ihr irgendwie sowas Richtung Dünger oder sowas? Gibt es sowas hier? Ne, warte mal, da ist Schmied, da ist irgendeine... Was verkaufst du denn eigentlich? Drogovic, das zeige ich mir mal. Bronzebarren, Steinsbarren? Oh, nee. See you soon. Ja, wir sehen uns auch. Da, warte mal, ein Tierchen. Hast du vielleicht Dünger? Ich brauche wirklich Dünger, leider. Hey! Boah, du bist aber ein Süßer. Na, du? Irgendwann gehörst du zu uns, ne? Oder dein Kindchen. Boah, ein schöner Schwarzer. Hm. Oder so einer. The Black Beauty hier, ha? Huh? Du bist ja auch eine Hübsche. Ja. Ja, brauchst du ja nicht so nervös sein. Wir werden euch dann schon kaufen für unser Dörfchen. Welcher Esel mag? Ist das jetzt ein Stall hier eigentlich? Ja, wa? Sehr cool. Das gefällt mir. Vier Pferdchen? Ja. So, hey, Leonard. Wow. Hello there. Ja, hallo. Only the best products here. Du hast aber nur Dung, ne? Warte mal. Ich glaube, zwei Dung, dann bräuchte ich aber 27, 50, 54 bräuchte ich. 54 Dung. So 162, das geht. Aber jetzt sind wir leicht überladen. Warte mal, wenn ich dir meine Holzspeere gebe, bin ich zwar... recht chancenlos, aber ich muss jetzt mal ein bisschen gucken.
Nee, nee, warte mal, ich habe ja hier noch Bretter. Die gebe ich dir. Und ich gebe dir auf jeden Fall noch meine Holzstämme und damit passt das. Hätte ich dir eigentlich... Ja, okay. Ja, du auch, danke dir. Das ist aber freundlich, dass du mir einen schönen Tag wünschst. So, dann gehen wir jetzt ins Dorf und werden auf jeden Fall schon mal die einzelnen Felder so schon vorbereiten, also schon machen, dass sie dann ab nächsten Jahreszeit dann halt hinaussprießen und dass wir dann nach und nach auf jeden Fall das aufbauen. Ich will nicht andauernd irgendwas kaufen, sondern versuchen mal durch Finden und Schenk bekommen und so das alles aufzubauen. Darauf hätte ich Bock, das ist schon cool. Ich sollte jetzt aber ganz schön aufpassen, wa? Ich habe ja in dem Sinne keine Waffen mehr. Ich habe eine Axt. Ich war bei den Zwergen in der... Zwergen. Ich war bei den Zwergen in der Leere. So rum. Ich war bei den Zwergen erlegen. Nein, 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 nein. Ich habe nichts gesagt. Ist gut, lass mich. Geh weg. Mann, da willst du mal ein bisschen angeben vor den Leuten und dann kommt so einer daher. Wunderbar. Und ihr seid aber hübsch. Na? Du bist ein Hübscher, wa? Ja. Ihr habt jetzt bestimmt erwartet, dass ich da mit der Axt reinhaue. Erstmal brauche ich nicht. Fleisch kriegen wir rein und ja. Ich glaube, irgendwann müssen wir ja zwar nochmal jagen gehen, aber das ist irgendwann mal. War das nicht das Lager, wo wir gerade schon drin waren? Ja, 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 das war das Lager, wo wir gerade drin waren. Da haben wir schon leer geräumt. So, dann machen wir noch ein bisschen Dünger fertig. Dann fange ich an, in den einzelnen Feldern schon das vorzubereiten. Ich habe ein paar Hacken schon vorbereitet. Das gehen wir dann mal schön schnurstracks ab. Und danach werden wir die Saat ausbringen natürlich. Und dann werden wir mal weiter gucken, was wir heute noch so Feines anstellen. Und müssen wir mal gleich kontrollieren, ob sie uns Holz liefern. Das ist ganz wichtig. Das Holz, das brauchen wir. Und ob sie es uns auch liefern. Hat sich da nicht gerade was bewegt? Hallo, 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 hallo. Nee. Oh, ich hatte gehofft, dass da eine Kiste ist oder sowas. Schade. Oh, dann gehen wir von oben ins Tal hinein. Das ist doch auch mal was Feines. Aber natürlich so, dass wir uns nicht die Beine brechen. Das wäre schon ein bisschen übel. Hm. Sieht voll schön aus, so, wenn du so auf den See hinauf guckst und dann die Bäume dazu. Boah. Ich liebe das. Also das ist wirklich... Und hier haben wir noch Felsen. Dann können wir demnächst mal, wenn wir ein bisschen Stein brauchen, mal hierher ein bisschen abbauen. Ich weiß auch ungefähr, bei meinen Streifzügen habe ich auch einmal zwischendurch Ton gesehen. Das war irgendwo in dem Bereich da hinten. Können wir da nochmal machen? So, meine Freunde. Dann auf ins Lager. Ich bin schmutzig. Ich muss eh was trinken. Diesmal mache ich es aber andersherum. Ich trinke erst was und dann werde ich mich waschen. Leg mal ein bisschen Wasser. So, wenn du so ein bisschen läufst, dann geht der Schmutz weg. Und meine, so hast du jetzt immer noch Schmutz, ne? Und wenn du einmal so machst, ist der Schmutz... Ne, doch nicht. Ich musste länger machen. Ne, ich bin doch nicht ganz unten, ne? Hä? Sonst ging es immer einfacher. Jetzt ist es weg. So, musst wirklich reingehen. Also es ist immer so eigentlich, dass es... Du gehst halt rein... Und dann bist du drunter und dann ist der Schmutz eigentlich weg. Da wollte er wieder klug scheißern und dann passiert sowas. Ja, wunderbar. Boah, diese Hütte, die gefällt mir so. Richtig schön so. Oh. Eine herrliche Aussicht. Dann hast du auch noch hier so schön in den Wald erstmal hinein. Herrlich, herrlich. Hier machen wir noch ein richtig schönes Dorf mit allen Facetten und Ecken und Kanten noch so. Ich habe mir auch schon überlegt, wir haben ja hier, genau, hier ist so der Wegbereich. Dann hatte ich mir überlegt... Und mal hier dazwischen, also hier oben so ein bisschen, im Eckkreuz machen wir dann nachher richtig schön die Taverne rein. Das wird schon nice werden. Ach, fällt mir richtig. Warte mal, ich habe einen Eimer gefunden, ne? Eimer auf die drei. Und dann gehen wir mal noch ein bisschen Wasser schöpfen, dann kriegen sie noch mehr Wasser.
So, ein Eimer weg, ein Eimer mit Wasser dazu. Und dann den Dünger noch vorbereiten und dann die Felder mal anlegen. So. Wow, der Eimer mit Wasser ist schon leer, ne? Holla, holla, holla. Haben sie aber schön leer getrunken. Nicht schlecht. Wieder auf die 3. Warte mal, ich brauche auch noch gleich, ne? Einfaches Säckchen. Guck mal, oh, schon wieder 22 Bretter. Ein Holzstamm nur? Nur ein Holzstamm? Wie geht denn das Ganze dann? Sehr übel. Den ganzen Tag haben die nur einen Holzstamm geliefert? Ist es jetzt heftig? Ein Holzstamm nur. Naja, hier, ich habe noch ein bisschen Brennholz für dich. Dung will ich jetzt mal mitnehmen, das brauche ich noch. Das ist schon krass. Oder liegt es wirklich daran, dass die dann sozusagen der Holzstamm ist schon wieder weg? Bin ich jetzt blind? Also doch. Die nutzen die Holzstämme, um das daraus zu machen. Ah, so läuft das also. Die machen aus den Holzstämmen, nutzen sie die Dinger. Deswegen, und mit 12 Holzstämmen bringt mir das gar nichts. Dann mache ich das jetzt ganz anders. Ganz anders. So, lass mal auf. Dann machen wir 50-50 hier. 15 mal 4. Ah ne, aus den Brettern macht er das, oder was? Genau, siehst du, die brauchen nämlich das hier. Ach so, die brauchen Axt und einen Holzstamm, brauchen sie. Und dann machen wir das nämlich anders. Genau, und die Walla, du haust die Bäume hier. Ne, warte mal, das kommt nochmal weg, weil... Stöcker können wir selber zur Not nochmal suchen. Das ist für mich jetzt erstmal irrelevant. Ich würde erstmal, dass das hier ist. Dann macht ihr mir nämlich jetzt hier mit 60 Holzstämme am Tag. Genau so wird jetzt ein Schuh draus. Reine Holzstämme. Und der Rest wird dann gebaut. So, jetzt haben wir's. Und dann machen die daraus das und dann geht das eigentlich. Dann macht der eine, stellt her und der andere holzt ab. So, weil, guck mal hier, das haben wir noch als Hinter... Ja, haben wir noch da, aber ja, ihr wisst ja, ne? So, dann auf hier hinunter. So. Hat sich eine Klospülung gerade angehört. So, einmal mit Wasser für euch, meine Freunde. Jetzt müssen wir aber, warte mal, jetzt müssen wir. Aua, aua, au. Oh. Die Jagd beginnt. Coole Sache. Die Jagd ja wirklich. Das ist ja Hammer. Weiß gar nicht, ob das früher so war. Die Jagd ja wirklich. So, 27 Dünger. Ha, perfekt ausgerechnet. Ach ja. So, wenn wir den Dünger durch haben. Dann werde ich schnell mal fix die Felder bearbeiten. Werde ich kurz mal dann durchschauen. Also die müssen ja einmal komplett ausgearbeitet werden. Und da würde ich dann euch nicht kurz mitnehmen. Also das würde viel zu lange für euch dauern. Und das wäre, dann seht ihr nur, wie ich die ganze Zeit Felder hacke. Das ist dann natürlich auch nicht so angenehm. So, nehmen wir mal gleich die 4 mit. Den Dünger packe ich erstmal noch hier rein. Siehst du, während das würde ich nämlich dann gleich alles austragen. Oh, hier kommt es. Lassen wir erstmal hier. Weiß ich, wo es ist. Sehr schön. Dann würde ich das erstmal anfangen und ich hole euch gleich wieder dazu. Ne? Bis gleich. Oh.
wie ihr gerade gesehen habt, habe ich jetzt durch meine ganzen Bemühen hier mit den Feldern umgraben, gerade den Brunnen freigeschaltet. Ich habe euch deswegen mal ganz, ganz kurz dazu geholt. Also ich bin jetzt immer noch nur hier am Umgraben und zwar die Felder, die wir jetzt auch benötigen. Noch nicht alle mache ich. Und dadurch haben wir jetzt genug Punkte gesammelt, dass wir jetzt den Brunnen freigeschaltet haben, was natürlich sehr gut ist. Den könnten wir dann nämlich schön in dem Arbeitsviertel schön als Mittelpunkt nehmen, habe ich mir so gleich überlegt. Das ist dann auch eine schöne Sache. Und als ich jetzt gerade hier die ganze Zeit so am Umgraben bin, habe ich mir so überlegt, ist dir was fehlt eigentlich, was noch cool kommen würde? Ich weiß aber gar nicht, ob das hier damals schon war, im, ja, hier in dem Bereich, wo es ist, ja, glaube ich, so Osteuropa so ein bisschen. Aber Wein wäre doch was Schönes, ne? So Weinreben. Sowas wäre noch cool. Das hätte auch noch was. So einen schönen Weinreben, die du so richtig schön am Hang aufbauen kannst, dann den Weinkeltern. Wäre bestimmt cool. Nicht nur Ale, sondern auch... Ja. Oder wie findet ihr das so als Idee? Das wäre auch was Cooles, ne? Naja, ich glaube, das ist schon gleich meine letzte Spitzhacke, die... meine letzte Holzhacke, die ich hier noch habe. Ja, ich hoffe mal, dass wir jetzt auch demnächst einiges an neuen Materialien jetzt bekommen. Dass ich jetzt auch bald mal die ganzen anderen Dinger da mal angehen kann. Weil ich würde gerne neue Gebäude errichten noch. Und zwar dieses Handwerksviertel, was ich ja gesagt habe. Wir haben ja jetzt schon die Schmiede haben wir jetzt. Wir haben die Werkstatt. Dass wir das alles mal bald mal dann auch aufbauen und sehen. Gut, wir müssen eh in der neuen Jahreszeit noch vorher gehen, glaube ich, wegen den Quests. Damit wir mehr Gebäude errichten können. Aber ihr wisst, was ich meine. Das wäre dann auf jeden Fall schon nicht schlecht. Dann hätten wir damit auch einen kleinen Vorteil. Boah, ist das so viel hier. Nicht gerodetes Feld. Ist schon langsam nicht mehr durch. Guck mal, da ist noch ein nicht gerodetes Feld. So, puah, zu viele Felder. Na gut, jetzt behalte ich euch dabei, sonst wird es mir echt zu langweilig langsam. Ah, dann seht ihr, wie ich halt noch das letzte Feld hier umhüfe. Und dann machen wir schnell noch die Saat ausbringen. Und da könnten wir eigentlich auch schon in die nächste Jahreszeit gehen, ne? Oder ich nutze noch einen Tag, um gucken, was mit den Materialien ist. Das wäre eigentlich noch was. So, wir brauchen den kompletten Dünger. Wir brauchen Haferkorn, wir brauchen Karottensamen, Kohlsamen und Weizenkorn. Sehr schön. So, dann brauche ich erstmal Dünger. Genau, Dünger haben wir. Wie viel Saat von was haben wir denn da? Da. Kohl haben wir 4. Das ist das Kohlfett, ne? Genau. Also, 1... 2, 3 und 4. Dann nehmen wir die Holzhacke, machen das hier. Und ein neues Level in der Landwirtschaft. Mensch, geht ja wieder Schlag auf Schlag. Fertigkeiten. Landwirtschaft. Wir wollen noch mehr landwirtschaftliches Wissen beziehen. Dazu brauchen wir jetzt Kohlsamen. So. Kohl. The cool. So, dann brauchen wir wieder Dünger. Wie viele Karottensamen hatten wir denn? 4. Sehr schön. Also auch nochmal 4 Karottensamen. Ich hoffe, ihr seht noch ein bisschen was. Es ist leider jetzt gerade natürlich doof, weil es schon wieder Nacht wird. Aber... ja. Obwohl ich überlege, vielleicht gehen wir auch gleich einfach nochmal eine Runde schlafen. Ne, warte mal, brauchen wir erstmal den hier, 1, 2, 3 und 4. Dann gehe ich vielleicht nochmal gleich eine Runde schlafen. Und dann bringen wir danach das aus. So machen wir das. Ist es schon? What the hell? Es ist dunkel. Ich würde ja schon mit euch gerne noch die Felder dann anzeigen, damit ihr seht,
wie sich entwickelt. Es entwickelt sich erst. Wir müssen erstmal das anbauen, dann müssen wir das wieder neu ausbringen, am nächsten Tag dann nochmal. Und darum gehen wir jetzt noch ein Ründchen schlafen. So. Ah, seht ihr, guck mal, ist auch schon wieder ein verregneter Tag. Dann nehme ich euch jetzt noch kurz mit aufs Feld. Und den Rest des Tages würde ich mich da nochmal so ein bisschen um kleine Justierungen und Ähnlichem kümmern. So, was haben wir denn jetzt noch? Wir haben jetzt noch erstmal 6 Hafer. Okay. 6 Hafer. Hafer, Hafer ist hier, ne? Das ist Hafer. Hafer, genau. Ich guck mal, ob ich denn vielleicht hier noch Zäune machen kann. Das wäre cool, so drumherum dann so die Zäune noch an den Wegen hier. Guck mal, der Weg geht ja hier. Hier so ein Zaun und hier dann noch so ein Zaun. Ah, ja, das könnte ich mir gut vorstellen. So. Hä? Nochmal. Jetzt. Dann graben wir das gleich nochmal um. Dann haben wir nämlich schon mal unsere erste Saat aufs Feld gebracht. Und dann können wir eigentlich nach diesem Tag, wir würden uns dann sozusagen würden uns dann in der neuen Jahreszeit im Sommer wiedersehen. Da haben wir dann ja auch noch einiges zu tun und da müssen wir mal langsam gucken, wie wir unser Dorf dann noch vergrößern. Als nächstes brauchen wir auf jeden Fall 4 Leute, die alleine hier in der Scheune dann tätig werden, obwohl ich da immer noch am Überlegen bin. Ich brauche das nochmal. Ich überlegen bin, erstmal das noch selber zu machen, bis wir das ganze Zeug haben, was wir brauchen. Okay, ja, mal 22. Das ist eine ganze Menge. Was ist eine ganze Menge? Naja. Na gut, ich glaube mal, ihr wollt jetzt nicht sehen, wie ich hier 22 Felder ausbringe. Ihr wisst ja, wie das hier läuft. Ihr habt ja jetzt gerade ein bisschen gesehen. Ihr wart ein bisschen dabei. Wir haben schon was ausgebracht. Ich werde jetzt noch dieses schöne Weizenfeld hier fertig machen und mich dann noch ein bisschen im Dorf umsehen und dann gucken, was ich noch justieren muss, nachbauen muss oder vielleicht vorbereiten muss. Und wir würden uns dann in der neuen Folge im Sommer wiedersehen. Auch den würde ich mir jetzt auch wieder wünschen, aber ist ja auch egal. Dann würden wir uns im Sommer wiedersehen. Ich freue mich dann schon. Und von daher, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal einen Kommi oder Like da lassen. Auch mal kommentieren, wenn euch was nicht passt. Wenn euch irgendwie was, ja, komisch ist oder einfach mal Bescheid geben. Wenn es eine ordentliche Kritik ist, die man annehmen kann, dann versuche ich es auch umzusetzen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen, je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao.